Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astro-Fotocast. In dieser Folge möchte ich euch ein paar Actions für die Software Adobe Photoshop zeigen, die kostenfrei sind, die kostenlos sind, die ich selber immer benutze. Ich zeige euch, wie ihr sie runterladen könnt, wie ihr sie benutzen könnt. Das alles gibt's in diesem Video. Es gibt viele sogenannte Action Sets für die Software Adobe Photoshop. Die meisten davon kosten aber Geld. Das ist zwar auch nicht die Welt, aber ich zeige euch heute ein paar Actions, die ich zusammengestellt habe, so möchte ich es mal sagen, und die ich auch selber benutze. Und die könnt ihr aber gratis haben. Unter dem Video ist ein Download-Link, da könnt ihr die runterladen. Ich erkläre euch jetzt gleich aber, wie das alles funktioniert. Kleiner Disclaimer, diese Actions habe ich sozusagen gesammelt im Laufe der Jahre. Die wenigsten davon habe ich selber erstellt. Die meisten kommen vom lieben Thomas Henne. Und alles, was ich so auf meinem Computer gefunden habe an Actions, die nicht irgendwie käuflich zu erwerben sind, die habe ich mal in einem Bundle, in einem kleinen Paket zusammengeschnürt. Und die stelle ich euch heute vor. Lieben Dank nochmal an alle Leute, die irgendwie da diese Actions erstellt haben. Ich mache auch eine kleine Anleitung in diesem Download-Link. In dem Ordner findet ihr eine kleine Textdatei. Da seht ihr dann auch ganz genau, wo diese Actions herkommen, wer die erstellt hat, damit das alles hier sauber geklärt ist. Ja, ich zeige euch das jetzt gleich. Es gibt keine bestimmte Reihenfolge bei diesen Actions. Das ist also kein Workflow. Und ihr müsst selber herausfinden, wann in eurem Workflow ihr die Actions anwenden wollt oder anwenden könnt. Ich habe so meinen Workflow, auch ja schon einige Videos gemacht, wo ich ab und zu mal was gezeigt habe. Und ich stelle die einfach so in loser Reihenfolge vor. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Also, los geht's. So, unter meinen Videos findet ihr immer hier so einen Textbereich. Da müsst ihr hier einmal auf Mehr ansehen klicken. Da findet ihr diese ganzen Informationen zu den Videos. Dort werde ich euch einen Link reinpacken, wo ihr einfach draufklicken müsst. Und dann könnt ihr dort die Photoshop Actions runterladen. Dann wird sich diese Google Drive Seite öffnen und dann könnt ihr hier einfach draufklicken und herunterladen. In eurem Download-Ordner ist dann eine .zip-Datei, rechte Maustaste entpacken und dann habt ihr irgendwie keine ZIP-Datei mehr, sondern normale Datei. Dort befindet sich dann einmal das Action-Set drin, das ist eine sogenannte ATN-Datei und diese kleine Textdatei, wo ich nochmal kurz erkläre, wie man das installiert, steht da erklärt. Und noch so ein paar Disclaimer-Sachen, woher diese Actions kommen. Jetzt sind wir in Adobe Photoshop und das ist eigentlich recht leicht, diese Actions zu installieren in Photoshop, wenn ihr nicht ohnehin dieses Aktionenfenster hier schon in dieser Seitenleiste drin habt, dann klickt mal bitte einmal hier auf Fenster, auf das Menü Fenster, dann auf Aktionen klicken, alternativ den Shortcut, Alt-Taste und F9 drücken und dann erscheint dieses Aktionenfenster. Da gibt es ein kleines Hamburger-Menü, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr hier einfach runterscrollen zu Aktionen laden. Dann geht das Menü auf, ja, das übliche Windows-Menü und dann könnt ihr hier die Aktion auswählen. Ich habe das ja schon gemacht und dann werden sie hier gleich reingeladen. So, wir klicken mal hier auf. Es gibt keine spezielle Reihenfolge, das ist also kein Workflow hier. Wir gehen jetzt aber der Reihe nach diese Aktion durch. Dynamik und Kontrast ist die erste. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, bevor ich jetzt anfange, empfehle ich euch einmal eine Ebenenkopie zu machen. Das liegt daran, dass diese Aktionen von Thomas Henne so angelegt sind, dass sie das erwarten. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung und es funktioniert nicht richtig. Also Dynamik und Kontrast, ich drücke mal drauf. So, das Bild ist deutlich heller geworden, hat eine höhere Strahlkraft, einen höheren Kontrast bekommen und ihr seht, es gibt hier diese Ebene Dynamik und Kontrast, die aus dieser Hintergrundebene gemacht wird und zwar über diesen Klammeraffengriff Alt-Steuerung, Shift und E. Das heißt, alles, was diese Ebene beinhaltet, alles das, was hier drunter liegt. Ja, das ist so ein spezieller Kniff in Photoshop. Und dann gibt es hier zwei Tonwertkorrekturen. Und die können wir auch mal an- und ausschalten. Die erste Tonwertkorrektur sorgt also dafür, für die Strahlkraft und die zweite eher für den Kontrast in Kombination. Wenn euch das jetzt zu viel ist, dann könnt ihr zum Beispiel auf einer der Ebenen auch jeweils mal die Deckkraft ein bisschen verändern. Ich würde das zum Beispiel hier eher auf 30 stellen, so ungefähr.
und dann wäre das für mich so okay. Ist eine Action, die ich selber jetzt nicht so häufig verwende, aber kann man, glaube ich, so als ersten Schritt, wenn so ein Bild irgendwie gerade gestretched ist und noch nicht so richtig eine Power hat, mal anwenden. So, zweite und dritte bzw. vierte Action fasse ich mal zusammen. Das sind Farbverstärkungen. Das eine mal im RGB-Modus und die anderen beiden im LAB-Modus. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Farbmodi. So, macht was sie soll, denke ich. Ja, man sieht im Vorher und Nachher, dass die Farbe verstärkt wird. So, ich lösche diese Ebene mal. Und jetzt machen wir das mit der Farbverstärkung LAB Farbe 1. Ich erkläre euch gleich auch noch, was Farbe 1, Farbe 2 ist. So, hier auch Vorher und Nachher. Schlag mich tot. Ich finde, dass hier die Sternfarben im Hintergrund bei dieser LAB-Methode auch noch schöner angehoben werden. Irgendwie ist das alles edler und feiner als wie mit dieser RGB-Methode. Probiert es einfach mal aus, was im Zweifelsfall für euch besser funktioniert. Ich benutze zur Farbverstärkung meistens diese LAB-Methode, die übrigens auch in einem Buch beschrieben ist. Daher kommt das Ganze, das heißt Lessons from the Masters. Und natürlich kann man das auch in PixInsight machen, beziehungsweise in PixInsight funktioniert die Farbverstärkung eigentlich per se schon so, weil PixInsight im LAB-Modus arbeitet, während Photoshop überwiegend im RGB-Modus arbeitet, soweit ich informiert bin. So, ich mache das auch mal weg und jetzt gucken wir uns noch schnell diese Action an, LAB Farbe 2, was da passiert. Ja, da geht eine Tonwertkorrektur auf und hier seht ihr eigentlich, was diese Action macht, nämlich im Kanal A und im Kanal B dieses LAB-Modus wird der Schwarz- und der Weißpunkt symmetrisch gesetzt, also hier würde der normalerweise auf 0 stehen, jetzt steht er auf 15 und hier würde er auf 255 stehen. Also auf beiden Seiten wird 15 weggenommen sozusagen. Ihr könnt darüber die Stärke der Farberhöhung einstellen. Wenn ihr hier also jetzt zum Beispiel 20 eingebt, dann ist aber wichtig, dass ihr hier das symmetrisch macht. Das heißt, ihr müsst hier auch 20 wegnehmen, ja. Und das gleiche dann im B-Kanal, der jetzt gleich aufgeht, also hier 20 und hier heißt es dann 235. So, und damit ist die Farbverstärkung noch erhöht. Ihr könnt die aber genauso gut natürlich erniedrigen, indem ihr da kleinere Werte einstellt. Wichtig ist, dass ihr den Schwarzpunkt, den Weißpunkt immer symmetrisch um den gleichen Betrag verändert. So, nächste Geschichte ist Boost Red and Blue. Der Name ist Programm. Ich drücke mal drauf. Zack. Also, es wird Rot und Blau gleichzeitig ziemlich geboostet. Das ist ja in diesem Beispiel hier natürlich besonders beeindruckend, weil wir hier rote Gasnebel haben. Wir haben hier so einen blauen Schimmer von Reflexionsnebel hier auch. Und um M20 sind ja auch diese blauen Reflexionsnebel. Ja, vorher und nachher. So, besser gesagt, so. Ja, könnt ihr das, ihr könnt natürlich, also mir ist das immer zu viel, deswegen gehe ich hier in der Deckkraft immer ein bisschen runter, ja, und mache das ein bisschen weniger, meistens nehme ich ein Drittel weniger. Was ihr aber auch machen könnt, ist, ihr könnt hier einmal doppelklicken auf die Ebenengeschichte und dort seht ihr, was eigentlich passiert, nämlich das ist eine Einstellungsebene mit der selektiven Farbkorrektur und da wird im Rot das Cyan komplett rausgenommen und es wird so ein bisschen gelb reingedreht. Wir gucken mal ins Blau, da wird gelb rausgenommen und Cyan reingedreht. Das, ja, habe ich früher so einfach mit der selektiven Farbkorrektur auch gemacht. Und das würde ich aber nicht machen, das mache ich eigentlich nie. Bei mir ist eigentlich standardmäßig, ups, nicht 500, sondern steht das auf 50, ja. Und dann ist das alles ein bisschen sanfter. Ist alles eine Frage des Geschmacks natürlich. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ah, ich mache immer das falsche Auge weg. So, das ist dann ein schöner Boost, und aber so ein bisschen sanfter wie mit den Default-Einstellungen. Benutze ich eigentlich auch regelmäßig. So, nächste Geschichte, Sterne verkleinern. Ich weiß nicht, in wie vielen Videos ich das schon vorgestellt habe und verlinkt habe.
Und hier ist es aber jetzt mal noch mit reingepackt. Ja, was hier passiert, kann man sich denken. Das ist eine von zwei Methoden, Sterne zu verkleinern, Adobe Photoshop. Oder eine von mehreren Methoden, sagen wir es so. Ich löse sie mal aus. So, wir gucken uns das vorher und nachher an. Man sieht jetzt in so einem Wide Field, sieht man vor allen Dingen auch, ja, dass der Kontrast ein bisschen stärker wird. Man sieht aber zum Beispiel hier in diesem Bereich, dass diese Feinnebel da im Hintergrund deutlich herauskommen, weil die Sterne zurückgedrängt werden. Auch hier bei dem Bild würde ich das nicht auf 100% machen. Das hängt immer ein bisschen von eurer Teleskop-Kamera-Kombination ab, wie sinnvoll das ist. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel mit einem Teleobjektiv fotografiert oder mit einem 50mm Objektiv, dann müsst ihr vorsichtig sein. Ja? Einfach auch hier mit ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen, aber grundsätzlich funktioniert das sehr gut. Ich benutze das eigentlich auch bei all meinen Bildern, aber nicht unbedingt immer bei 100%. Ja, die Sterne werden so ein bisschen stumpf ansonsten und das gefällt mir da nicht. So, nächste Action heißt große Sterne weichzeichnen. Warum zum Teufel sollte man das tun? Dafür habe ich nicht so ein richtig, richtig gutes Beispiel hier gefunden in meinem Reservoir von Aufnahmen. Aber je nachdem, was man so in der Bildbearbeitung macht, kann es schon mal passieren, dass die helleren Sterne plötzlich sehr hart werden. Ja, was weiß ich, man hat vorher Sterne verkleinern ausgewählt, man hat verschiedene Bildbearbeitungen auf dem Bild angewendet und ja, die größeren Sterne leiden vielleicht ein bisschen darunter. Man kann mit dieser Action auch kleine Fehler in den Sternen so ein bisschen kaschieren und ja, ich löse es hier bei dem Bild mal aus. Der Aha- und Wow-Effekt ist vielleicht dann nicht so groß, aber ja, schaut mal. So im direkten, in der direkten Ansicht, ja, man sieht das ein bisschen, dass die weich gezeichnet werden, aber gehen wir mal hier in den Nebel richtig rein. Ja, was man vielleicht sieht, meine Sterne sind nicht so perfekt hier, vor allen Dingen die helleren und ja, die werden jetzt einfach so ein bisschen weich gebügelt und dadurch kann ich so ein bisschen Fehler kaschieren. Ob das Sinn und Zweck der Sache ist, sei mal dahingestellt. Es gibt Beispiele, wo das bestimmt anschaulicher funktioniert. So, dann kommen wir hier zum Sterne auswählen. Ja, wozu braucht man das? Braucht man immer mal wieder, dass man irgendwie die Sterne oder dass man eine Auswahl haben will, um die Sterne, um deren Farbsättigung zu verändern, unabhängig vom Hintergrund, um vielleicht nur auf die Sterne einen gewissen Filter anzuwenden. Oder man kann ja so eine Auswahl auch immer umdrehen und dann irgendwie auf alle Bereiche außer den Sternen irgendwas anwenden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist unter Umständen ganz praktisch. Ich drücke mal drauf. So, jetzt habt ihr ein unfassbares Ameisenrennen. Das ist natürlich wieder ein schlechtes Beispiel, weil ich so ein Wide Field habe und das wäre natürlich mit einem Galaxienbild vielleicht toller. Was man jetzt unter Umständen noch machen möchte oder machen sollte, ist, dass man, ihr seht, dass die Auswahl sehr eng ist, dass man die Auswahl etwas vergrößert. Das geht über Auswahl, Auswahl verändern, erweitern und dann kann man das zum Beispiel mal um 2 Pixel erweitern und hat dann irgendwie eine schönere Auswahl. Dann kann man auch noch hingehen und sagen, Auswahl verändern, weiche Kante. 5 Pixel ist vielleicht ein bisschen viel, sagen wir mal 3 Pixel so. Ja, mal schauen. Und um dann jetzt irgendwas zu sehen, einen Effekt zu sehen, gehe ich mal hin. Man kann so eine Auswahl, also dieses Ameisenrennen da auch immer ausblenden. Die Auswahl bleibt erhalten. Wir sehen sie nur nicht mehr. Das geht, indem ich Steuerung H drücke. Und jetzt kann ich ja mal hingehen und zum Beispiel Bildkorrekturen, Farbsättigung nehmen und kann mal mit der Farbsättigung spielen. Ja, jetzt werden meine Sterne alle schwarz-weiß, das will ich natürlich nicht, aber ich kann natürlich auch deren Sättigung erhöhen. Ihr seht aber, es entstehen Höfe um die Sterne. Ich müsste also jetzt hingehen und diese Auswahl noch ja so verändern, dass da eben nichts passiert. Darum geht es jetzt auch ja gar nicht, sondern es geht nur darum, dass ihr ein Tool habt, um die Sterne auszuwählen. Ich drücke auf Abbrechen. Steuerung H kann ich die Auswahl wieder sichtbar machen und ich kann hier auch die Auswahl einfach wieder aufheben.
So, falls ihr das Ganze in einem Mono mit einer Monokamera ein Bild aufgenommen habt, zum Beispiel H-Alpha-Filter oder so, gibt es das auch noch für Graustufen. So, Entrauschen, dazu lade ich jetzt mal ein anderes Bild, weil dieses Bild hat so gut wie kein Rauschen mehr. So, hier haben wir irgendwie ein Bild, Galaxienbild, und da haben wir noch ordentlich Rauschen im Hintergrund und wir gucken mal, was passiert. Es ist immer die Frage bei solchen Geschichten, ob man das gut sieht am Bildschirm, in einem YouTube-Video, aber ich sehe hier auf dem Bildschirm sehr deutlich, dass der Hintergrund ja eigentlich komplett entrauscht wird. Allerdings geht mir das auch ein bisschen zu sehr auf die schwächeren Sterne. Was ihr dann machen könnt, ist, ich drücke mal die Alt-Taste und klicke dann hier in diese Maske rein. Da ist nämlich eine Maske. Und die kann ich jetzt auch noch, wenn ich Steuerung L drücke, ein bisschen modifizieren. Ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte den Hintergrund komplett weiß haben. Ja, dass da irgendwie diese Rauschfilterung wirklich komplett durchgeht. Dann kann ich jetzt mal irgendwie versuchen, hier noch den Mittenregler, ne, eher in die Richtung zu drehen und auch den Schwarzregler, dass die Sterne ja deutlicher geschützt werden. So, jetzt sieht man allerdings auch, dass die Maske selber verrauscht ist. Das ist natürlich auch ein Problem. Da kann man jetzt eventuell mal hingehen, hier mal einen Weichzeichner drauflegen. Wir versuchen es mal. So, jetzt klicke ich wieder auf die Ebene. Ja, dadurch, dass ich jetzt den Weißpunkt versetzt habe, ist die Weichzeichnung ziemlich stark. Ja, also, da muss man eventuell auch ein bisschen spielen. Die Sterne, die schwächeren Sterne sind nicht so schön geschützt, aber die helleren Sterne konnte ich jetzt ein bisschen schützen. Da müsst ihr eventuell mit der Maske spielen. Ist immer eine komplizierte Sache. Im Zweifelsfall so eine Weichzeichnung auch nicht irgendwie zu 100% anwenden, sodass immer so ein bisschen Rauschen im Hintergrund übrig bleibt. Das gibt dem Bild einen natürlichen Touch. So, dieses Bild ist auch ein schönes Beispiel für die nächste Action, die dort heißt Power Detail Extract. Und wenn ihr das auf Nebel anwendet, müsst ihr sehr vorsichtig sein. Das sieht sehr komisch aus, zeige ich euch vielleicht gleich aber auch. Wir wenden es hier gleich mal auf diese Galaxie an. So, das ist wirklich explizit bei Galaxien ganz besonders gut. Ja, man sieht deutlich den Unterschied. Also diese Dust Lanes hier, die werden unglaublich betont durch dieses Ding. Das ist wirklich eine feine Sache für Galaxien. Aber man sieht auch, dass die Sterne hier in Mitleidenschaft gezogen werden. Grundsätzlich bei allen Schärfungsgeschichten würde ich immer mit Masken arbeiten. Also einfach mal hier auf dieses Symbol. Weiße Maske heißt, alles ist komplett durchlässig, kann aber mit Steuerung I diese Maske invertieren. Jetzt seht ihr, dass die Wirkung dieser Action gar nicht mehr stattfindet. Und jetzt wichtig ist, dass ich mit der Maus einmal hier in diese Maske reinklicke. Jetzt kann ich mir einen Pinsel nehmen. Mit gedrückter Alt-Taste und rechter Maustaste kann ich die Größe dieses Pinsels verändern. Und wichtig ist, oder was ich mir angewöhnt habe, ist, ich habe den Fluss immer so auf 10% stehen. Das heißt, wenn ich jetzt einmal hier etwas reinzeichne, dann ist die Wirkung nicht gleich 100%, sondern 10%. Und wenn ich ein zweites Mal drüber streiche, wird das jedes Mal mit jedem Pinselstrich sozusagen ein bisschen stärker. So, ich bin in der Maske. Ich male nicht im Bild. Das ist ganz wichtig. Viele sagen, Photoshop ist im Bild malen. Nein, ich male mit dem Pinsel hier in der Maske und modifiziere damit die Maske. Das ist etwas, was so schön leider in PixInsight nicht gibt. So, wir sehen hier ganz schwach die Maske. Ich kann auch mal mit gedrückter Alt-Taste und Linksklick in die Maske reingehen. Kann hier auch die Maske noch ein bisschen verändern. Ja. Und wenn wir wieder zurück auf die Ebene gehen, dann sehen wir, jetzt habe ich diese Schärfung, diesen Power Detail Extractor nur in der Galaxie, aber nicht in den umliegenden Sternen. So, wenn ich diesen Power Detail Extractor auf mein Nebelbild an, dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. So sieht man erstmal gar nichts. Wir gehen aber mal
hier richtig in die Details rein. Und ihr seht, dass das sehr künstlich aussieht. Vor allem die Sterne sehen sehr, sehr, sehr künstlich aus. Also das Ding ist für Galaxien wesentlich besser geeignet als für Gasnebel. Es sei denn, wir arbeiten hier wieder mit einer Maske. Das mache ich mal. Ich klicke in die Maske rein, sage Steuerung I, damit wird die Maske umgedreht. Jetzt nehme ich wieder meinen Pinsel und jetzt mache ich den aber mal wirklich sehr klein. Wichtig ist auch immer, dass ihr hier die Vordergrundfarbe weiß eingestellt habt. So wichtig ist immer einmal noch in diese Maske reinklicken, dass ich wirklich in der Maske male und nicht aus Versehen mit einem weißen Pinsel im Bild rummale. Ja? Also wir wollen in der Maske malen. Jetzt kann ich mal hier ein bisschen so drüber fahren. Ja, und jetzt machen wir mal ein Vorher-Nachher. Das ist jetzt eine subtile Veränderung, subtile Schärfung. Ja, ich mal mal richtig hier rein. Mit jedem Pinselstrich wird das ja quasi stärker. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist immer gut, wenn man es nicht deutlich sieht im Video. Das ist immer ein gutes Zeichen, denn Bildbearbeitung sollte subtil sein. Man sollte auf den ersten Blick gar nicht sehen, dass irgendwas bearbeitet wurde. So, jetzt kann ich hier diese Bereiche im Nebel und schärfen kann man immer besonders gut, wo Kanten sind. Also hier Kanten, wirklich Kanten im Bild, Hell-Dunkel-Bereiche, wo abrupt hell und dunkel abwechseln. Da kann man sehr gut schärfen und natürlich überall da, wo Details sind. So kann ich jetzt irgendwie mit diesem Power Detail Extractor auch ein bisschen irgendwie meinen Nebel schärfen und hier bestimmte Teile in dem Nebel vielleicht ein bisschen schärfen, aber immer mit größter Vorsicht, ja, und dann ist das eine subtile Bildbearbeitung, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auffällt. So, das vielleicht schönste Schärfungstool für Adobe Photoshop ist die Methode APFR, von Christoph Karlzeiss entwickelt, und ich habe da schon mal ein Video zu gemacht. Man kann dieses APFR auch kaufen als Plugin. Ich habe das hier als Filter auch gekauft. Und ich sag mal so, der Effekt, na, wo ist es? Plugin, da, APFR. Der Effekt ist der gleiche. Also die Action, die ich euch gleich zeige, macht mehr oder weniger exakt das gleiche. Es ist auch nicht irgendwie illegal oder so, weil der Christoph Karlzeiss hat ein Tutorial gemacht, wie man solche oder wie man dieses APFR baut in Adobe Photoshop, und der Thomas Henne hat hier das einfach nach seiner Anleitung gemacht. Da spricht meiner Meinung nach dann überhaupt nichts dagegen. Ja, nichtsdestotrotz gibt es das kommerziell erhältlich als Plugin. Ich zeige es mal kurz. Und dann haben wir hier auch so eine Oberfläche und das ist natürlich alles ein bisschen schicker. Und man hat auch einen größeren Grad an Optionen hier zur Verfügung. Aber wenn ihr sagt, ich möchte ein bisschen Geld sparen, dann ist diese Action vielleicht was für euch. So, wenn man da drauf drückt, dann dauert das ein bisschen länger, bis diese Action ausgeführt wird, weil das eine recht umfangreiche Action ist. So, jetzt werdet ihr, oder jetzt kommt so ein Filter, Gaußscher Weichzeichner, man soll da irgendwas eingeben oder auch nicht. Ihr könnt es eigentlich so lassen, wie es ist. Also das geht jetzt 4, 5, 6 Mal auf das Fenster und hier stehen dann verschiedene Werte drin. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich müsste jetzt mein eigenes Video nochmal schauen, ist es so, dass man hier einen Betrag einstellen sollte, bei dem man gerade eben eine Weichzeichnung dieses Bildes erfährt. Und wenn man das gerade eben sieht, dann kann man das mit OK bestätigen. Und in den nächsten Layern, die jetzt kommen, muss man diesen Wert immer verdoppeln. Also wir haben jetzt hier 0,8 Pixel. Meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass in den meisten Fällen diese Standardeinstellung sehr gut funktioniert. Das heißt, ich mache mir hier gar keine große Mühe, sondern sage einfach OK. Jetzt geht ein zweites Fenster auf und dann steht hier 1,6, also 0,8 verdoppelt. Wenn ich im ersten Fenster 0,6 eingegeben habe, muss ich hier 1,2 angeben und immer so weiter. Ich klicke mich jetzt hier einfach mal mit den Default-Einstellungen durch. So, gleiches Spiel wie bei den anderen Schärfungsmethoden ist immer, also es ist immer
unglaublich Vorsicht geboten, wenn man irgendwie so eine Schärfung aufs ganze Bild anwendet. Ja? Also die Sterne vor allen Dingen, die sind immer sehr in Mitleidenschaft gezogen. Mein Weg ist immer, dass ich immer mit Masken arbeite und netterweise legt hier APFR auch so eine Maske an. Die ist allerdings weiß, die ist durchlässig. Deswegen klicke ich einmal in die Maske rein, sage Steuerung I. Und ihr seht jetzt, wenn ich die schwarz mache, also umdrehe, dann ist der Effekt der Schärfung komplett weg. Und jetzt kann ich wieder mit meinem Pinsel bestimmte Bereiche hier in dieser Maske eben durchlässig machen und kann sagen, ich möchte nur hier dieses kleine Gekräusel geschärft haben oder hier das oder das hier oder das Zentrum hier, dieser sogenannte Hourglass-Nebel. So, und ihr seht, wir haben eine subtile Änderung dann, und zwar nur da, wo wir es haben wollen, ganz gezielt in den Bereichen, wo es auch Sinn macht, eine Schärfung anzuwenden. Das finde ich immer unglaublich wichtig, dass man das berücksichtigt. Also bei Schärfung arbeite ich grundsätzlich mit Masken. Theoretisch habt ihr auch hier noch mehr Kontrolle in diesen Ebenen, was die Schärfung angeht. Schaut euch dazu bitte mal das APFR-Video an, was ich mal gemacht habe. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Nächste Geschichte, Layered High Pass. Das ist einfach eine Hochpassfilterung. Da werden verschiedene Layer, also Ebenen, mit verschiedenen starken Hochpassfiltern gemacht. Ich mach's mal was quatschig rum. Ich zeige es euch einfach. So, erstmal ist gar nichts passiert. Wir gucken aber mal in die Ebenen rein und jetzt sieht man hier diese einzelnen Hochpassfilter. Das ist der Versuch, in Photoshop sowas wie Wavelets zu simulieren. Also soweit ich weiß, kann man gar keine richtigen Wavelet-Filter in Photoshop machen, aber begebe ich mich auf dünnes Eis, weiß ich gar nicht richtig. Ja, und das ist aber so eine Art, oder wie gesagt, Versuch, so einen Wavelet-Filter zu simulieren. So, die stehen, diese einzelnen Layer stehen alle auf 0% Deckkraft. Das ist eben der Deal. Und jetzt muss man ein bisschen Erfahrung und Fingerspitzengefühl reinfließen lassen und sagen, okay, bei welcher Filterung hier sind Details, die ich hervorheben will. Ich schätze mal, dass solche kleinen Dinger hier, dass die so in dem Bereich 2 bis 4 Pixel rum sind und deswegen setze ich das jetzt mal testweise auf 100%. So, vorher, nachher habe ich doch gut irgendwie vom Bauchgefühl hingekriegt. Ja, ihr seht vielleicht die kleinen Strukturen, die werden jetzt hier ein bisschen geschärft. So. Ja, also vor allen Dingen diese Dunkelnebel Lanes, wie man im Englischen sagt, also kleine Straßen von Dunkelnebeln oder Pfade. Und auch hier ist wieder Vorsicht angesagt, ja, vielleicht nicht auf 100% gehen, sondern auf 59%. Und letztendlich könnt ihr auch hier am Ende wieder eine Maske machen, mit Steuerung I umdrehen, mit einem weißen Pinsel und 10% Fluss das Ganze nur vorsichtig reinmalen. Ich zeige euch aber auch mal spannend, gerade bei dem M8 ist spannend, dass man eventuell auch mal die höheren Layers ein bisschen anzieht. Also diese dicken Bänder hier zum Beispiel, wenn ich die ein bisschen featuren will, dann muss ich eher zusehen, dass ich die höheren Layer anspreche. Und das wäre bei einem, zum Beispiel PixInsight, bei einem Wavelet-Filter genau das gleiche. Ja, seht ihr, wie diese dicken Staubbänder, die werden dunkler, das daneben wird heller, dadurch entsteht der Eindruck von Schärfe und Betonung. Ja, und das kann man schon gewinnbringend einsetzen, finde ich grundsätzlich eine gute Sache. Aber extrem vorsichtig sein, ja, eventuell auch hinter jedes Ding irgendwie vielleicht eine Maske setzen, geht das? Ja, das geht auch. Ja, und hier extrem vorsichtig sein. Ups, zwei Masken. So, über Nebelaufhellen oder Dunkelnebelbearbeitung habe ich auch schon mal ein Video gemacht, blende ich euch hier auch ein, beziehungsweise verlinke ich euch. Und die nächsten zwei Actions, da geht es darum, einmal heißt das Ganze hier Nebel aufhellen. So, ist die Frage, ob da überhaupt viel passiert ist. Wir gucken uns mal die Ebenen an. Ja, es wird ein bisschen der Dunkelnebel
betont. Hier kann man jetzt auch ein bisschen spielen. Ich mache mal hier erstmal diese Kurve weg, dann mache ich mal das weg, dann mache ich mal das weg. Und hier sieht man jetzt, hui, was denn da passiert. Also das ist der eigentliche Deal. Das habe ich aber auch in meinem Dunkelnebelaufhellen Video erklärt, was hier eigentlich passiert. Das ist diese sogenannte Tonwertangleichung. Die muss natürlich total gedämpft werden und das passiert hier. Und Thomas sagte, irgendwie das Bild wird dadurch dunkler und das will er nicht. Deswegen hat er hier noch eine kleine Gradationskurve eingebaut. Und da können wir auch sehen, dass er mit der Gradationskurve einfach nur das ganze Bild wieder um ein paar Prozentpunkte anhebt. Ja, und damit könnt ihr auch mal spielen. Zum Beispiel machen wir das doch mal. Ja, wo jetzt der Punkt ist, dass es gerade eben der Hintergrund nicht dunkler wird als im Ausgangsbild, ja. So, ich habe einen kleinen Cut gemacht. Ich habe die mal umbenannt, weil wir zwei Nebelaufhellen-Actions haben. Die eine ist von Thomas, die andere habe ich selber mal gemacht. Die beruht wiederum auf einer Nebelaufhellen-Action aus einem anderen Action-Set. Ich habe die aber damals verbessert. Auch dazu gab es ein Video. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich löse mal aus. So, ich hätte hier noch eine kleine Abfederung einbauen müssen, weil so ist das natürlich alles viel zu viel. Der Hintergrund wird viel zu hell. Da jedes Bild aber anders ist, habe ich mich dazu entschlossen, das nicht zu machen. Also ihr müsst hier jetzt noch diese Ebene mit einer Gradationskurve versehen. Das könnt ihr machen, indem ihr STRG M drückt. Das ist nicht der eleganteste Weg, das zu machen, aber funktioniert. Und jetzt müsst ihr hier den Schwarzpunkt so ziehen, ja, dass wirklich nur die Nebel aufgehellt werden, aber nicht der Hintergrund. Also da muss man ein bisschen experimentieren, ein bisschen gucken, wo ist dieser Punkt erreicht. Und dann könnt ihr das hier noch so ein bisschen abfedern in den Mitten, dass wirklich auch die Dunkelnebel nochmal betont werden und okay drücken. Ihr könnt das auch machen, indem ihr auf diese Ebene hier wieder so eine Gradationskurve anwendet. Dann müsst ihr aber aufpassen, dass man hier hingeht und mit gedrückter Alt-Taste genau zwischen diese beiden Ebenen drückt, dann wirkt nämlich diese Tonwertkorrektur nur hier auf diese Ebene und nicht auf alles, was da drunter liegt. Funktioniert nicht nur mit Dunkelnebeln, sondern eventuell auch mit schwachen H-Alpha-Nebeln im Hintergrund. So, die nächste heißt Hintergrundebenen manuell. Es kann immer mal passieren, dass bei einem Bild, dass man am Ende der Bearbeitung feststellt, dass man ganz am Anfang, wo man die Gradienten entfernt hat, ja, man vielleicht nicht so sorgfältig gearbeitet hat. Oder in diesem Beispiel ist es jetzt so, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob das hier ein Gradient ist oder ob das vielleicht natürlich ist. Aber ihr seht vielleicht, ja, das Bild hat irgendwie so, das ist irgendwie unruhig. Also hier auf der linken Seite ist es irgendwie aufgehellt und hier oben ist es aber dunkel. Das kann völlig natürlich sein, ist mir aber egal, weil es stört mich ein bisschen. Es wirkt auf mich unnatürlich und es bringt das Bild aus dem Gleichgewicht. Ich möchte das ein bisschen korrigieren. Ich möchte diesen Bereich hier, den ich mit der Maus mal entlang fahre, ein bisschen abdunkeln und hier oben ein bisschen aufhellen, um eine gleichmäßige Struktur zu haben. So. Ich löse mal diese Action, ich mache eine Kopie, löse mal diese Action Hintergrundebenen manuell aus. Es passieren einige Dinge, man sieht gar nichts, aber es passieren einige Dinge. Zum einen habt ihr hier so eine sogenannte Gruppe und die Maus verändert sich und geht hier auf das Abwedler-Werkzeug. Hier wird auch jetzt grau eingestellt, hier oben werden Einstellungen vorgenommen. Ich habe festgestellt, in meiner Photoshop-Version war es so, dass hier dieses Ding angeklickt war, Tonwerte schützen, das muss weg sein, ansonsten gibt es gar keinen Effekt. So, ich klicke mit der Maus in diese Helder-Kiste hier rein, mache diesen Pinsel oder das Abwedler-Werkzeug ein bisschen größer, ja, und streiche jetzt mal, ach nee, das ist genau das, was ich nicht wollte, ich will das ja abdunkeln. So, also in dunkler rein. Ja, so, jetzt fahre ich hier drüber und ihr seht, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, dass jetzt hier dieser Bereich abgedunkelt wird. Da muss man sehr vorsichtig sein. Hier oben sind standardmäßig 5% Belichtung eingestellt. Ja, ich mache mal vorher, nachher. Das kann eventuell schon zu viel sein. Deswegen
ihr könnt hier einen Wert einstellen, ruhig 1%, und dann lieber öfter darüber streichen. So, jetzt möchte ich noch hier oben diesen Bereich ein bisschen aufhellen. Das heißt, ich wechsle jetzt von abdunkeln, ich wechsle jetzt hier auf heller. Und ich habe die Belichtung hier mal auf 1% reduziert, damit ich hier wirklich sehr feinfühlig arbeiten kann. So, jetzt ist das ein bisschen heller und jetzt mache ich mal ein Vorher-Nachher. Und ihr seht, ich habe das Bild gut ausbalanciert. Ist manchmal ein bisschen komisch, weil man denkt, das passt nicht, das ist jetzt zu hell. Und dann muss man eine Zeit lang länger drauf gucken, dann passt es plötzlich doch. Ja, ich könnte es sogar noch ein bisschen heller machen. Ja, äußerste Vorsicht geboten, weil ich weiß gar nicht, ist das real oder ist das nicht real, was ich hier mache. Nehme ich hier nicht eine Bildmanipulation vor, die so eigentlich gar nicht korrekt ist, aber für ein Pretty Picture. Am Ende habe ich so ein Bild mit einer besseren Balance einfach. Ja, das sieht irgendwie komisch aus, sieht nach einem Flatfehler aus und ja, das sieht einfach besser aus. Benutze ich ab und zu auch. Ich könnte mal gucken, ob ich hier rechts sogar noch was mache. So, letzte Action ist von Arne Hoffmann. Auch nochmal mein Dank an ihn hier. Und da geht es um RGB-Sterne in Narrowband-Aufnahmen hinein bearbeiten. Und dazu braucht man drei Bilder. Man braucht einmal das eigentliche Narrowband-Bild mit den Narrowband-Sternen. Dann braucht man vom gleichen Bild eine Version ohne Sterne. Das kann man also mit Star Exterminator oder Starnet ++ machen. Das müsst ihr natürlich extra haben und anwenden können. Ja, das zeige ich euch jetzt nicht. Und dann braucht man natürlich noch ein RGB-Bild, wo RGB-Sternchen auch drin sind. So. Auch über diese Action habe ich erst kürzlich noch ein Video gemacht und habe die vorgestellt. Das gleiche gibt es übrigens auch für PixInsight. Insert RGB Stars. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann bekomme ich erstmal eine Meldung. Also, da steht zwar Meldung Deutsch, aber der Rest ist Englisch. Before you start this action, you need a Photoshop document which consists of three layers and looks like this. Das First Layer, und das, ich finde diese Bezeichnung First Layer ein bisschen komisch, weil ich als First Layer immer das unterste Layer bezeichnen würde, aber sei es drum. Das First Layer Top, also das oberste Layer, das muss das RGB-Image, also das RGB-Bild mit Sternen sein und selbstverständlich müssen alle diese Bilder aufeinander registriert sein. Im mittleren Layer, im zweiten Layer, haben wir die sternlose Narrowband-Variante und im untersten Layer haben wir die Narrowband-Variante mit Stern. So, habe ich nicht, deswegen sage ich mal anhalten. Das muss ich jetzt erstmal vorbereiten. Mit STRG A und STRG C kopiere ich dieses sternlose Bild in die Zwischenablage. Das ist mein Narrowband-Bild mit Stern. Und mit STRG V lege ich jetzt das hier oben rein. So, da haben wir das RGB-Bild, STRG A, STRG C. Ich gehe wieder auf meine Hummerschere Narrowband, auf die Ebenen, sage STRG V und jetzt habe ich hier die richtige Reihenfolge. Unten ist Narrowband with Stars, dann kommt Narrowband without Stars und dann kommt das RGB-Bild. So, jetzt kann ich hingehen und diese Action nochmal ausführen. Jetzt sage ich fortfahren. So, hier kommt jetzt nochmal eine Meldung, dass wenn ich zwei zusätzliche Adjustment Layers haben will, sorry, Englisch und Deutsch gleichzeitig, dann continue this action. Ansonsten kann man es anhalten. Ich sag mal fortfahren, wir gucken mal, was da passiert. So, zuerst zoome ich mal ein bisschen rein und jetzt sieht man hoffentlich schon, dass hier meine RGB-Sternchen in dem Bild drin sind. Ich kann hier jetzt, das sind diese Adjustments Layer, ich kann hier jetzt noch natürlich irgendwie die Farbsättigung zum Beispiel von den RGB-Sternen erhöhen. Ja, kann ich mal richtig Gas geben. So, jetzt sieht man hier auch blaue Sterne, gelbe Sterne. Ja, das andere war hier, da kann ich jetzt die Narrowband Stars Brightness noch verändern. Ja, mit solchen Sachen muss man immer extrem vorsichtig sein, damit das alles nicht künstlich aussieht.
Was ich hier auch habe, ist eine Sternmaske mit gedrückter Alt-Taste und linker Maustaste kann ich hier reingehen. Und auch hier kann ich jetzt durch verschiedene Filterungen noch zum Beispiel die Sternmaske etwas verändern, wenn ich das möchte. Aber das erkläre ich in dem Video, was ich nur für diese Action gemacht habe, noch genauer. Grundsätzlich habe ich jetzt das, was ich haben wollte, nämlich ein Narrowband-Bild, aber mit RGB-Sternen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, war hilfreich für euch und ich hoffe, dass ihr diese Photoshop-Actions für euch benutzen könnt und wollt und dass sie für euch sinnvoll sind. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir vor allen Dingen ein Like und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.